Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Vorab, gestern kam kein Video, da es gestern irgendwie technische Probleme mit YouTube bzw. mit meinem Computer oder WLAN oder keine Ahnung was, irgendwas halt gab und deswegen konnte ich kein Video hochladen. Das ging seit, glaube ich, 12 Uhr mittags nicht mehr und da um 1 Uhr wollte ich das Video hochladen und hat es nicht mehr funktioniert. Es kam ja wenigstens ein Short, wo ich beim Joggen war, aber ja, das Gaming-Video leider nicht. Ja, ich hoffe, das war trotzdem in Ordnung. Danke für euer Verständnis. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter mit K.O. für Count Dooku. Und ja, ich würde sagen, let's go. So, Count Dooku. So, wir kämpfen jetzt schon das zweite Mal gegen ihn. Die Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung verdoppelt, Count. Nein. Hochmut kommt vor dem Fall. Oh. Nein. Was ist das jetzt? Nicht behindert. Ich habe sogar F gedrückt. Er das Spiel so. Nein. Holt Hilfe. Ihr könnt ihn nicht bezwingen. Er ist ein Sith-Lord. Kanzler Palpatine. Ach, ausgewichen. Ich rede gerade wenig, ich weiß, aber ich bin hier gerade konzentriert. So, bam. Nein. Und, ach, nein. Der Obi-Wan war im Weg. Nein. Ich muss mich auch noch in die Steuerung gewöhnen, Leute. Also, erwartet noch nicht so viel. Ihr würdet jetzt denken, hä, du spielst schon so lang. Ja, aber trotzdem. Nein, Kuh. Bam. Und jetzt, bam. So, ein Leben weniger. Okay. Oh, jetzt kommen die Superkampfdroiden. Jetzt muss ich erstmal die fertig machen. Ja, komm her. Bam, bam. Wenn ich jetzt an den Superkampfdroiden sterbe, ich rasch aus, ne? Wollen die eigentlich mit mir Nahkampf machen, kämpfen oder was wollen die eigentlich? Weil die so nah hinkommen zu mir. Bam, bam. Ich treffe eigentlich die ganze Zeit bloß Obi-Wan. So. Count Dooku, weiter geht's. Nein, nicht wieder würgen. Der geht nur auf Obi-Wan. Nein! Ah, ich bin so blöd. Ich drück Q statt F. So. Ach, was denn? Entweder macht jetzt gleich wieder seinen Sprint. So, und jetzt rein. Bam. Sehr gut. Count Dooku hat jetzt Aggressionen. Nein. Rauslaufen. Hier, komm her. Fuck, er hat mich erwischt. Hier, komm her. Jetzt kommt gleich wieder Sprint. Jetzt aber, komm. Diesmal gewinne ich, aber ich sag's dir. Komm. Jetzt. Fast habe ich ihn, komm. Bam. So. Er schuckt mich einfach die ganze Zeit zurück. Ah, da kommen wieder Superkampf-Druiden. Kommt her. Ah, die sind hier unten. Ach schade, ich habe die Ulti nicht getroffen. Sonst wäre es richtig geil gewesen. So, Obi-Wan macht den anderen fertig. Kommen noch welche? Nein, jetzt kommt Count Dooku wieder. So, letztes Leben von Count Dooku. Nein.
Nicht wieder würgen, mein Gott. Ah, jetzt kommen doch noch Superkampf-Droiden. Nein, nein! Jetzt spam. Rauslaufen und wieder. Ja, nicht so aggressiv sein, Count Dooku. Das bringt nichts. Scheiße. Nein, ich muss weg. Ich darf nicht so offensiv sein. Immer wenn er gehittet hat, muss ich angreifen. Nein. Ausgewichen. Sehr nice. Nein. Nein. Ich wollte sogar noch... Nein, 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 bitte nicht. Ich sehe nichts. Oh, gleich habe ich ihn. Ah, ne, Kuh, Kuh, Kuh. Ja. Hä, seit wann kommt der hier in den Raum rein? Normal kommt der nie in den Raum. Hä? Ach so, das ist wahrscheinlich eine Mission, noch bis zu ihm durchzugehen oder so. Ach ja, er läuft so. Ach, okay. Mein Film ist ja anders in Episode 3. Da läuft es ja ein bisschen anders ab, aber. Ja. Das ist ja ähnlich. Schade, dass wir nicht mehr irgendwas gegen ihn machen müssen da. Nee. Perfekt. Abholservice. Da die unsichtbare Hand, wo abstürzt. Die bricht jetzt dann auch in der Mitte auseinander. Ich weiß nicht, ob es hier im Spiel auch so ist. R2-D2. Ja, ich würde sagen, so landet man. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als eine Bilderbuchlandung. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird das für kann die Fortsetzung sein. Des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha. Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Junge, er ist einfach Kuchen, ihn juckt's einfach gar nicht. Er einfach Kuchen, Kuchen, Kuchen. Was soll ich jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Ja. Freies Spiel alles. So. Von Palpatine persönlich in den Rat ernannt. Was für eine Ehre. Natürlich, Meister. Es wird interessant zu sehen, was ihr alten Jedi dort so treibt. Ja. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du? Aber mit dem Alter kommt Weisheit, Anakin. Vergiss das nie. Ich kann es kaum erwarten, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen. Tempel. Let's go. Schön der Reihe nach, Anakin. Nicht wundern, man kann sein, man sieht es mir ein bisschen an. Ich habe zurzeit ein bisschen Pollenallergie, deswegen meine Augen sind gerade ein bisschen... Ja, die haben gerade nicht so Bock auf mich. Ja, nicht wundern, falls man mir irgendwas ansieht, aber es ist eigentlich schon wieder besser. Aber, ja, nutze Informationen. So, erstattet dem Rat der Jedi Bericht. Ja, das würde ich sagen, machen wir. So. So, aber wenn ihr nie... Aber ich finde es nice an dem Spiel, dass das so wirklich kurze Ladezeiten hat. Wenn ich das Spiel immer lade, das ist in 5 Sekunden oder so geladen. Also das muss ich wirklich sagen, das ist richtig gut an dem Spiel. So. Da rein. Da seid ihr ja. Wollen wir die Sitzung des Rates der Jedi beginnen? Geschichte fortsetzen? Ja. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft.
aber kein Anzeichen von General Grievous. Ja, der hat sich mal wieder versteckt. Grievous sich versteckt. Ja. Der Kenobi sollte gehen. Ich stimme zu. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Anakin einfach nur aggressiv. Commander Cody, melde mich zum Dienst, Sir. Ach, wir müssen jetzt dann gegen General Grievous kämpfen. Wir fliegen zunächst zum Planeten Utapau. Dort können wir auftanken und unsere Suche planen. Allerdings machen wir die gesamte Mission mit General Grievous morgen. Oder zumindest in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ja, wir müssen ihn einfach nur aufspüren und dann, schätze ich mal, besiegen, gegen ihn kämpfen. Ja, danke für die ganze Unterstützung ebenfalls. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, Leute. Ciao, ciao.